Warum weißt du das? Ja. Wallah, ich bin gereizt. War so entspannt gerade, jetzt bin ich einfach aggressiv. Bruder, ihr habt mich alle verarscht, ne? Ich wusste ganz genau, es kann nicht sein. Das war alles richtig. Einmal Krug. Hey Leute, ich bin gleich beim Quiz. Der Nadim das nicht mitbekommen. Ich weiß die Antworten schon. Die Antworten sind immer A, B, C. Und ja, ich glaube, er wird es nicht merken. Nadim! Ah. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Da. Ich freue mich auf unser Quiz, das wird so toll. Und so witzig, lustig, tralalala. Bist du bereit? Ja. Wir konnten uns ja nicht vorbereiten, so richtig, ne? Nee, du konntest ja safe gerade vorbereiten, ich kenne dich ja. Du hast ja gerade eh gefragt. Ja, was wir machen für ein Quiz. Okay, super. Herzlich willkommen zum Bayern 04 Quiz. Wann wurde denn Bayern 04 gegründet? A. 1.7.1904. 1.1.1904 oder 19.4.1904? Möchtest du anfangen? Nee, mach du das, Bruder. Das ist ja schon lange hier. Okay. Ich sag A. 1.7.1904. Was sagst du? Ich auch. 1.7. Ist korrekt. Beide ein Punkt. Das nächste Mal fängst du an. Ja, ihr seht das ja bei der Frage. Wie sind unsere Vereinsfarben? A. Schwarz, Rot, Gelb. B. Rot-Weiß-Schwarz. C. Rot-Schwarz-Blau. Auf unseren Trikots oder das Wappen? Vereinsfarben, die trägt man so ein, das sind die offiziellen Farben. Ja, dann das erste. Also Schwarz-Rot-Gelb. Ja. Was sagst du? Also Schwarz-Rot-Gelb, Rot-Weiß-Schwarz, Rot-Schwarz-Blau. Ich weiß nicht, wo das Gelb bei dir herkommt, aber auf jeden Fall B. B, Rot-Weiß-Schwarz. Wegen dem Löwen. Ist richtig. 2-1. Wie viele Plätze hat unsere schöne Bayer-Arena? 32.100, 31.210 oder 30.210? Also A, 32.100, B, 31.210, C, 30.210. 30.210. Sagst du? Richtig, C. Korrekt, beide kriegen einen Punkt. Welche Hausnummer hat die Bayer-Arena? A, 122 bis 124, B, 104 bis 119 oder C, 119 bis 124? A. Richtig. Bismarckstraße, 122 bis 124. Stark, beide richtig. Wie viel kostet ein halber Liter Bier in der Bayer Arena? Ohne Pfand. Um die 4 Euro, um die 5 Euro oder um die 6 Euro? Halber Liter Bier. Halber Liter? Ich würde sagen B. Für einen halben Liter? Mhm. Ist alles sehr. Ich nehme auch B. Beide richtig. Warum machst du mir nach? 5-4 für Hey, weil es auch für mich die richtige Nein, aber bei A wusstest du auch nicht und dann hast du einfach gesagt, bei der ersten wusstest du auch nicht und dann okay. Hast du auch einfach gesagt. Alles klar. Ja. Komm, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Nächste Frage. Also B war richtig. 50 Punkte haben wir geholt letztes Jahr. Aber wie war unsere Tordifferenz? Plus 19, B plus 12 oder C plus 8? Du hast doch jetzt vor kurzem. Warum versuchst du Tricks zu machen? Mach ich nicht, Bruder. Du hast vor kurzem Nachbereitung, also musst du ja wissen. Bruder, bist du krank? Fang an. Also ich will nur sagen, ich habe meine Antwort schon, aber bevor du wieder von mir klaust. Nur mal ein Schirrschein Papier, ab jetzt jedes Mal. Schirrschein Papier, wer anfängt. Ja, aber jetzt bist also du. Also wer verliert, fängt an. Nee, jetzt bist du. Nee, wir spielen jetzt. Ich sag, weil es nicht gut war, C. Plus 8. Sagst du plus 19, plus 12 oder plus 8? Ich sag plus 12. Plus 8 ist richtig. 6, 4 für Jona. Jetzt kommt eine Frage zu Jona. Wie viele Pflichtspiele hat Jona unterm Kreuz gemacht? A, 305, B, 303, C, 301. 303. Nee. 305. Ist richtig. Aber er kriegt doch nicht mal sein eigenes Ding. Klar, jetzt kommt noch eine Frage natürlich. Zu dir. Ja, jetzt will ich sehen, ob du deinen jetzt, zwei hast. Das sind 7-4. Wie viele Spiele hat Nadim Amiri unterm Kreuz gemacht? A. 125, B. 137, C. 144. Egal wie viel, ist auf jeden Fall gut. Ich nehme die goldene Mitte B. Sagst du? A. 137 ist richtig. Ich weiß es ja. Aber schon 137 Spiele vorbei. 137 Spiele. Komm, du.
8-4 für Jona. Ach du Scheiße. Das erste Mal, wo ich gegen Jona verliere bei Challenge. Das ist nicht wahr. Noch nicht, du kannst es noch retten. Hast du jedes Mal gewonnen? Wallah, jedes jede Mal. Challenge. Jede Challenge, Bruder, Wallah. Deswegen nehmen wir uns doch. Warum lügst du denn? Ja, das ist eigentlich wie, ich bin so Real Madrid. Und ich will jetzt keine andere Mannschaft nennen, weil es aber so vielleicht kennst so regional diese FIFA, diese XI, wo die Heftigen, das bin ja, ich. Ja, das bin und ich. Du bist, Real du bist okay? Nee, du bist so. Okay. Ja, ich will keinen Namen nennen. Wie viele Pflichtspiele hat Lars Bender für Bayern 04 gemacht? A 323, B 333, C 342. Da nehme ich auch die goldene Mitte B. Wie viel? Nee, yeah, yeah, ich habe schon geantwortet. 323, 333, 342. 342. Wieder richtig. Ja, aber guck mal, du hast wieder vorgelesen, Alter. Warum denn vorgelesen? Ja, ich kann dir nicht Antwort geben. Ich darf doch die Antwortmöglichkeiten wissen. Nee, du musst ja schon vorher da sein. Wo ist Xabi Alonso geboren? A. Tolosa, B. San Sebastian, C. Madrid. San Sebastian. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube Tolosa. Ist richtig. Alter, warum weißt du das? Ja! Tut es weh ein bisschen? Wallah, ich bin gereizt. Ich war so entspannt gerade, jetzt bin ich einfach aggressiv. Ja, dann red weiter. Okay, dann hilft die nächste Frage bestimmt weiter. Warte mal, ist es die letzte Frage? Na, zwei. Können wir die allerletzte so machen, wenn ich die richtig hab, wenn ich die beiden jetzt hab, dass Gleichstand ist? Okay, wenn du und wir dann eine dritte Finalfrage haben? Nein. Bruder, du bist doch so selbstbewusst, dass du jetzt eingehst, oder? Was mit selbstbewusst schon? Ich führe mehr als doppelt so viel. Ich gebe doch jetzt nicht mein Dingens auf. Ja, Angst. Ich würde sagen, für die Ehre kann er noch mal rankommen bei der nächsten Frage. Wenn ich jetzt beide richtig hab und dann gibt's noch eine Finalfrage, weil dann wenn haben wir Ausgleich. Wenn du beide richtig hast, dann kannst du ihn ausgleichen, okay? Mal schauen. Unser höchster Sieg von Bayer Leverkusen in der Geschichte. Der war ja im Jahr 2000 gegen SSV Ulm. Weiß ja jeder. War auch 9-1. Also auch jeder. Aber wie ist der Schiedsrichter? A. Heiner Glas, B. Helmut Krug oder C. Markus Merk? Ganz sicher, Markus Merk. Ich sag Krug. Krug, ne? Ja. Was? Helmut Krug. Aber wusstest du nicht, Bruder, ne? Was? Wusstest du das wirklich? Wusste auf jeden Fall, dass nicht Markus Merk war. Warum lachst du? Das ist Glück. Heute ein bisschen Glückspilz. Also das ist Glück, sagst du? Ja, 100%. Nee, aber die Frage war Glück. Also alle anderen Fragen auch? Nee. Okay. Heute war es wirklich der Bessere. Könnt ihr euch vielleicht die Hand geben oder ein bisschen... Glückwunsch. Dankeschön. Du musst also die Geschichte machen, kann oder? Sagen, wenn ich verliere, dann freue ich mich, wenn ich links gegen dich verliere. Und deswegen bin ich jetzt... Ist ja öfter so. Ja, ich muss jetzt immer... Nur nicht immer die Kamera davor. Du machst jetzt nicht erstmal. Ich muss in mein Zimmer, Jona, weil ich habe ein Telefonat. Ich muss gehen. Bruder, du machst jetzt Liegestütz. Eins, zwei, drei, zehn, ne? Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, Jona! Acht, noch zwei, neun. Super, Bruder. Zehn. Oh. Okay, setzt euch noch mal hin, bitte ganz kurz. Eine letzte Sache noch. Ich muss euch noch was erzählen und zwar gebe ich vielleicht dem Jona lieber das Wort. Oh mein Gott. Was denn? Ihr habt mich richtig geballert gerade. Ich wusste ganz genau, es kann nicht sein. Das war alles richtig. Einmal Krug. Also bin ich der Gewinner, nicht? Du bist der Gewinner. Ja, ich hab dann gewonnen. Warum? Jetzt ist es los. Warum soll es jetzt losgehen? Bruder, ihr habt mich alle verarscht, ne? Heftig, Bruder, Uli. Also bin ich jetzt deswegen hier hingekommen, weil ich ganz verarscht bin. Hab ich gerade so hoch mit nassen Unterhose sitzt schon hier. Uli, mein Arsch nass ganz halt. Ihr wart heftig, Bruder, Uli. War gut, ne? Hast du das nicht gemerkt? Ein bisschen so? Nee, Bruder, weil ich war wirklich irgendwann unter Druck bei dem Abstand. So, weiß man, auf wen man zählen kann, auf wen nicht. Auf euch nicht, aber auf ihn kann ich zählen.